Diklan Girekos ist Pfarrer einer gespenstischen Gemeinde. 22 Armenier von einst 280.000 sind in der Stadt Diyarbakir noch übrig geblieben. Offiziell ist er gar nicht als Pfarrer zugelassen. Er kümmert sich einfach um die zerstörte Kirche und seine winzige Gemeinde. Die wenigen Verbliebenen sprechen nicht einmal mehr Armenisch. Die Kinder können in der Schule nicht offen sagen, dass sie Armenier sind. Ostanatolien war ein Schmelztiegel der Völker und Kulturen. Christliche Armenier lebten hier mit anderen Christen, muslimischen Arabern, Türken und Kurden im Angesicht des schneebedeckten Ararat, des heiligen Bergs der Armenier. Im 19. Jahrhundert begannen die Pogrome. Oft aus Neid gegenüber den wirtschaftlich ziemlich erfolgreichen Armeniern. 1915, 1916, im Vorfeld der Gründung der Türkischen Republik, wurde dann fast die gesamte armenische Bevölkerung, mehr als 2 Millionen Menschen, aus ihrer Heimat vertrieben oder umgebracht. Der erwachende türkische Nationalismus gegen Ende des Osmanischen Reichs wollte die Armenier loswerden, egal wie. Seitdem lastet der Vorwurf des Völkermordes an über 1 Million Armeniern auf der Türkei. Und das mit ihr damals verbündete Deutschland trägt eine Mitverantwortung. Sarkis Cherkessian, einer der 60.000 noch in der Türkei lebenden Armenier, war noch ein Kind während der Vertreibung. Sein Vater hat ihm von damals erzählt. Meine Mutter hat unterwegs ein Baby zur Welt gebracht. Gleich nach der Geburt mussten wir weiterziehen. Mein Vater sagte zu den Soldaten, wir haben gerade ein Kind bekommen. Lassen Sie die Mutter doch bitte noch 2 Stunden ausruhen. Der Soldat antwortete, ihr Schweine, wir wollen euch ausrotten und ihr wollt immer noch mehr Kinder machen. Dann hat er meinen Vater mit der Peitsche weitergetrieben. Das Kind, meine Schwester, ist gestorben. Ministerpräsident Erdogan sagte erst letzte Woche, es gibt nichts in der türkischen Geschichte, für das wir uns schämen müssten. Doch angesichts des internationalen Drucks spielt er auf Zeit und bietet die Bildung von Historikerkommissionen an, um alles erst einmal gründlich zu untersuchen. Und die Türkei entdeckt gerade ihre eigenen Opfer. Massengräber angeblich ermordeter Türken werden der Presse vorgeführt. Wobei die Plastiktüte im Erdreich Verwunderung auslöst. Der türkische Staat hat den Kampf der Zahlen aufgenommen. Es heißt nicht mehr, das hat es nicht gegeben, sondern im Gegenteil, die Armenier haben uns massakriert. 523.000 Türken sollen nun durch Massaker der Armenier umgekommen sein. In den Teehäusern und auf der Straße hört man das, was der türkischen Bevölkerung seit Generationen eingebläut wird. Es stimmt nicht, dass die Türken Massaker veranstalteten. Die Armenier sind diejenigen, die uns massakriert haben. Die Türken machen so etwas nicht. Inmitten von Orangen- und Zitronenhainen am Fuße des Musardağ im Süden der Türkei liegt das Dorf Vakıflı, eines von ehemals 7 armenischen Dörfern der Gegend. Oben auf dem Musardağ, dem Berg Moses, hatten sich vor 90 Jahren Tausende von Armeniern vor den angreifenden Türken verschanzt, bevor ausländische Kriegsschiffe sie an der Küste aufnahmen. 140 Armenier, deren Familien nach der Vertreibung wieder in die alte Heimat